Guerillakrieg, der durch erschreckende Grausamkeiten auf beiden Seiten gekennzeichnet war. Wallace selbst wurde schließlich 1305 gefangen genommen und hingerichtet. Aber inzwischen hatten die Schotten neue Führer gefunden, vor allem Robert Bruce, Earl of Carrick, ein Enkel des Robert the Bruce, der sich 1291 ohne Erfolg als Kandidat für die Krone angeboten hatte. Obwohl sie denselben Namen trugen, werden Großvater und Enkel selten verwechselt. Der Mann, der Schottlands größter Kriegerkönig werden sollte, ist in der Geschichte einfach als The Bruce bekannt. Seine Loyalität war zunächst jedoch eher ungewiss. Er hatte 1297 Seite an Seite mit Murray und Wallace an der Brücke von Stirling für die schottische Sache gekämpft. Aber entsprechend dem komplizierten Muster wechselnder Loyalität, das das Mittelalter kennzeichnete, wechselte er die Seiten und diente im folgenden Jahr bei der Schlacht von Falkirk unter König Edward an der Seite der Engländer. Er kämpfte sogar noch für die Engländer, als sie 1305 Stirling Castle eroberten. Da war sein Vater bereits tot und er hatte den Anspruch seines Großvaters auf den schottischen Thron geerbt. Wahrscheinlich plante er bereits, seine englischen Oberherrscher zu besiegen, während er noch für sie kämpfte. Die Frage der Treue war im Mittelalter äußerst pragmatisch, genau wie heute. Es war wirklich eine Frage von, jeder nehme sich, was er kann. Ein gekrönter König war die eine Sache, aber ob er in der Lage war, die Krone zu behalten, war eine ganz andere. Denn seine Kronvasallen sahen in ihm nie mehr als einen Primus inter pares, den Ersten untergleichen. Es war also eine Frage des Jeder für sich. 1302 bekam Bruce Wind von einem Bündnis zwischen Jean de Balliol und Philipp dem Schönen von Frankreich. Daraus entstand eine sehr reale Möglichkeit einer militärischen Intervention der Franzosen in schottische Angelegenheiten. Bruce wurde bewusst, dass in dem Fall sein gesamter Besitz in Gefahr sein würde. Es war deshalb für ihn äußerst notwendig, seine Loyalität in diesem Punkt zu wechseln. Und das tat er rechtzeitig. Anfang des Jahres 1306 wechselte Bruce zum letzten Mal die Seiten. Der vakante Thron von Schottland war nun sein vornehmliches Ziel. Zu diesem Zweck ermordete er John Cummins, seinen direktesten verbliebenen Rivalen um den schottischen Thron. Die Fehde zwischen Bruce und seinem Rivalen war so erbittert, dass eine Kirche der einzige Ort war, an dem beide meinten, sich in Sicherheit treffen zu können. Sie kamen in einer Kapelle nahe Dumfries zusammen, angeblich um einen Waffenstillstand zu besprechen. Trotz ihres heiligen Treffpunktes zog Bruce seinen Dolch und ermordete Cummins kaltblütig. Für diese Tat wurde Bruce exkommuniziert. Trotzdem ließ er sich am Palmsonntag in Scone zum König der Schotten krönen. Edwards Reaktion auf diese Ereignisse war vorhersehbar. Da er selbst für einen Feldzug zu krank war, schickte er ein Heer gen Norden, das Bruce außerhalb von Perth überraschte und dessen Männer mit einer einzigen Reiterattacke zerstreute. Selbst angesichts dieses Rückschlages blieb Bruce unerschrocken und floh mit einigen seiner Gefolgsleute in die Berge. Aber ein Jahr später war er wieder stark genug, um an der Spitze eines kleinen Heeres zurückzukommen und die Engländer in der Schlacht von Loudon Hill nahe Kilmarnock zu besiegen. Wegen dieser fortgesetzten Frechheit beschloss Edward schließlich, sich selbst um Bruce zu kümmern. Aber mit 68 Jahren war er viel zu alt und zu geschwächt. Gegen den Rat seines Hofes stellte Edward ein Heer auf und marschierte wieder gen Norden. Er starb in Barrow-on-Sands, 3 Meilen vor der schottischen Grenze. Die Invasion wurde aufgegeben. Edward I. war eine schwer nachzuvollziehende Person. Er war nicht nur ein sehr erfahrener Soldat, der Schottenhammer, wie sein Spitzname lautete, er war auch ein bedeutender Staatsmann. Große Entwicklungen ereigneten sich während seiner Regentschaft in England. Aber er war vor allem ein erfahrener Soldat. Er hatte in England mit einem Bürgerkrieg zu tun gehabt. Er hatte an einem Kreuzzug teilgenommen. Er hatte die Waliser besiegt und unterworfen. Er hatte bei einem früheren Feldzug Schottland beinahe niedergeschlagen. Erst in seinen späteren Jahren, als er älter und kranker wurde, entglitten ihm die Dinge ein wenig. Aber man kann ihn dafür kritisieren, dass er den ersten Prinzen von Wales, den späteren Edward II., nicht richtig erzogen hat. Ich denke, deshalb liegt ein Teil der Verantwortung für die Schwächen Edwards II. Bei seinem Vater. Edward II. Hatte wirklich eine schlechte Presse, sowohl zu seiner eigenen Zeit als auch später.
Das ist tatsächlich nicht ganz fair. Obwohl wir zugeben müssen, dass er seine Favoriten hatte, Piers Gaveston und andere. Für die Menschen, die seine sexuellen Gewohnheiten nicht in Frage gestellt haben, war er gleichzeitig ein sehr kultivierter König, der Kunst, Musik und Malerei liebte. In vieler Hinsicht war er seiner Zeit weit voraus. Aber das Problem war, dass er nicht wirklich hart genug war, um in diesem Jahrhundert König zu sein. Edward I., der Schottenhammer, war tot und der Krieg trat in eine neue Phase. Mit der Ermordung von John Cummins hatte Bruce einen möglichen Rivalen beseitigt, aber dadurch hatte er sich in eine verzweifelte Blutfehde mit dem Rest der Cummins verwickelt. Der Widerstand gegen die englische Herrschaft hatte im Norden von Schottland begonnen. Ironischerweise musste Bruce jetzt gegen dieselben Lords aus dem Norden kämpfen, die dafür gestritten hatten, die Unabhängigkeit des Landes herzustellen. Im Dezember 1307 besiegte Bruce in Barra nahe Aberdeen den Earl of Buchan. An die Verwüstung der Provinz Buchan, die auf diesen Sieg folgte, erinnerte man sich noch 50 Jahre später mit Schrecken. Aber sie erfüllte ihren Zweck. Langsam aber sicher nahm Bruce Schottland immer fester in den Griff. Und im Sommer 1314 war er nicht mehr der gejagte Flüchtling, sondern unbestreitbar der König der Schotten. Eine nach der anderen waren die Städte und Burgen Schottlands gefallen oder hatten seinen Männern ihre Tore geöffnet. Jetzt blieb nur noch eine in englischer Hand. Es war die wichtigste. Stirling Castle, der Schlüssel zu dem Königreich. Obwohl es nicht so groß war wie Edinburgh Castle, war Stirling strategisch viel bedeutender, da es die zentrale Ebene in der Mitte von Schottland beherrschte. Dort konzentrierte sich der Großteil des Reichtums und der Bevölkerung. Noch heute ist es ein majestätischer und ehrfurchtgebietender Anblick. Im Mittelalter war es eine einschüchternde Festung. Für die Schotten war die Einnahme von Stirling Castle lebensnotwendig. Aber Edwards Nachfolger, der neue König Edward II., war sich seiner Bedeutung ebenso bewusst. Im Unterschied zu seinem furchteinflößenden Vater war Edward II. Kein Soldat. Trotzdem erkannte selbst er, dass der Krieg tatsächlich verloren wäre, sollte Stirling Castle in schottische Hände zurückfallen. König Edward war entschlossen, die belagerte englische Garnison zu entsetzen. Den Fußstapfen seines Vaters folgend versammelte auch er ein Heer um sich und marschierte in jenem bedeutsamen Jahr 1314 nach Norden. Er wurde von der beunruhigenden Nachricht angetrieben, dass der Gouverneur der Burg, Sir Philip Mowbray, zugestimmt hatte, sich den Schotten zu ergeben, sollte er nicht bis zum Mittsommertag entsetzt worden sein. Edwards Marsch wurde zu einer Zurschaustellung von Stärke und einem Wettlauf mit der Zeit. Beiden Seiten war die Bedeutung der bevorstehenden Begegnung nur zu bewusst. Der lang hingezogene Kampf war im Begriff, in einer letzten zugespitzten Schlacht entschieden zu werden. König Edwards Heer bei Bannockburn war in verschiedenen Teilen aufgestellt worden. Das Herzstück bildeten die Hofritter, eine Anzahl gepanzerter Reiter, die ständig in seinem Dienst standen. Diesen Berufssoldaten schloss sich ein kleineres Gefolge verschiedener Lords an, von denen einige Söldner waren und andere Vasallen, die ihre 40 Tage Dienstpflicht absolvierten, wie das Feudalrecht es von ihnen verlangte. Insgesamt bot Edward etwa 3000 Mann schwere Kavallerie auf. Natürlich waren nicht alle von ihnen Ritter. Einige waren gewöhnliche Soldaten, aber verglichen mit den Schotten waren sie sehr gut ausgerüstet. Fast alle trugen Eisenhelme und Kettenhemden, die durch verschiedene Arten von Panzern ergänzt wurden. Kettenhemden bieten einen guten Schutz gegen Schnitte von Schwertern, aber sie sind kaum ein Schutz gegen schwere Schläge. Während die meisten Ritter mit Schwertern